Hallo und willkommen zu Tag 6 bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Es dürfte jetzt fast eine Woche her sein, dass das Game rauskam. Am 12. kam es raus, ne? Na, Moment, dann morgen. Was wollte ich sagen? Genau, heute. Heute steht an. Viele Bilder von Monstern machen. Expedition in die Faron Region. Wir gehen zu den Goronen. Und wir müssen Nightshades farmen. Sehr viele davon fürs Upgraden. Nothing new here. Ich würde sagen, Kommando rein. Ach ja, und wir müssen die restlichen Sky Islands noch abarbeiten, weil die habe ich alle markiert. Hab die aber nicht gemacht, weil ich die restlichen Tower fertig machen wollte. Des Weiteren bin ich gestern mehr und mehr müde geworden und meine mentale Leistung hat allmählich nachgelassen. Man könnte jetzt argumentieren, die war nie hoch, aber ich habe Basic-Sachen verpasst und habe angefangen, Sachen zu rushen, which is bad. You should not do that. Deshalb machen wir heute als erstes die Sky Islands, die ich letztens übersehen habe. Also nicht übersehen, aber die ich straight up einfach nicht gemacht habe. Genau, und das war der Kram quasi hier. Passt. So, können wir direkt nach da drüben hin. Dann kommt direkt die Wolke und ich sehe nichts. Absolutely amazing. Was war das denn gerade für ein Effekt? Das sah nicht aus wie Bird Boy hat sich aufgeladen. Oder? Ah ja, okay. Deshalb bin ich so langsam gefallen. There is something froggy in here. Dann ist dieses Blub-Geräusch, was ich gehört habe, wahrscheinlich der Moment gewesen, wo ich in die Gravitation Bubble aus Gründen eines fehlenden Wortes eingetaucht bin. Weird. Wir gehen im Uhrzeigersinn oder dagegen? Dagegen. Das ist das, was man im Trailer gesehen hat. Yee. Funny. So. Gibt an sich keinen Grund, warum man da hingehen sollte. Gibt es überhaupt irgendeinen Grund, irgendwo hinzugehen? Von den ganzen kleinen Inseln? Also ich meine, das ist natürlich das most interesting thing.
meine, dank der niedrigen Anziehungskraft dürften wir ziemlich weit überall hinkommen. Well, drüben sind wir. Sehr schön. Wie funktioniert denn das mit... Au. Insane. Wie funktioniert denn das eigentlich mit... Glidern? Weil Glider sind... eigentlich schon sehr reliant darauf, dass sie eine konstante Anziehungskraft haben, weil halt sonst der Unterdruck an den Flügeln nicht wirklich gegeben ist. Und da ich bin mir gar nicht sicher, ob ein Glider jetzt 1 zu 1 funktionieren dürfte. I don't think so. Actually nicht gesehen. I'm fucking blind, dude. Nein. Warte mal, bin ich ernsthaft im Freiflug, während ich das mache? Okay, die Zeit ist einfach nur langsamer, während ich da drinnen bin. Tulin, kill. Danke, Tulin. Moin, Jen. Oder guten Nachmittag eher. What's the difference anyway? Ah, nearby, above. I gotcha. The game says me exactly where it is. Gravity. Was ist das? Das ist einfach nur Lande dort. Sehe ich das richtig? Wahrscheinlich. Das dürfte keine Karte sein. Die sind immer so in metallenen Kisten drin. Ich habe nichts gesagt. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Tut mir leid. Alright, also wann auch immer wir anfangen, unsere Höhlen-Expedition zu machen, wir haben viel zu tun da unten. Okay, Moon Gravity ist fucking amazing. Ja.
hoffe, es gibt irgendeinen Gegenstand. Oder noch besser, ein Equipment, was ich haben kann, dass ich Moon Gravity anhabe. Wäre es ein bisschen broken? Ja, maybe, ne? Maybe, maybe. Ja, okay. Kaum hat man eine andere Gravity, ist sämtliches Denken, wie man normalerweise fällt, einfach komplett anders. I mean, makes sense. Aber, dass das so hart mit einem Fakt. Aber ich meine, ist ja genau dasselbe auf der Erde. Wenn du einen Ball wirfst, kannst du ungefähr schätzen, wo er landen wird. Einfach anhand, wie der Wind geht und wie du ihn gerade geworfen hast. Aber mal angenommen, du bist jetzt auf einmal auf einem anderen Planeten, aber hast den exakt selben Raum, wo du normalerweise immer wirfst. Das Ding dürfte an einer komplett anderen Stelle landen. Bobus. Aber anyways, es ist jetzt nicht so, als ob wir das als Human Species auf die Schnelle mal ausprobieren können. Except we would be on the moon, or Mars, maybe. Ah, wir machen Lichtspielchen. Gotcha. You know? Good question. Ah, okay. Ich gehe mal davon aus, ich muss Lichtstrahl. Link, bitte dreh dich. Ach, komm. Ich gehe mal davon aus, ich muss Lichtstrahl nach da drüben setzen. Auf diesen einen Crystal da drauf. Also ich kann die zwar angrabbeln, aber ich kann die nicht wirklich wegnehmen. Geschweige denn irgendwas mit den Dingern machen. Den da oben werde ich nicht bewegen können, aber dann wahrscheinlich den hier. Pachinko Machine. Okay, dazu dann gleich mehr. Erstmal Pachinko Machine machen. I want new things. Give. Wo sind sie? Materials, genau. Nein? Ja.
Frost Emitter. Ah, basically, das Spiel möchte uns sagen, mach mal einen Kühlschrank. Aber Stabilizer sind hier mit dabei. Wie langsam die Sachen rausfallen. Wie schaut's aus? Wenn ich so einen Homing Card nehme, ne, und setze da so ein Construct Head oben drauf und dann Cannons und. Weißt du, was noch viel krasser wäre? Nehmen so ein Frost Emitter Ding und dann die Cannon. Denn wenn Gegner eingefroren sind und du greifst sie an, gibt es Shatter Damage. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur der initiale Shatter Damage ist, der dann kommt, oder ob die eigentlich Attack, die ihn auftaut, auch den doppelten oder sogar dreifachen Schaden macht. Anyway. Sind das alle Sachen, die herauskommen können? Ja. Muss man testen. Gut erkannt. Das ist die Norm mit 80% aller Sachen in diesem Spiel. Wunderbar. Ah, das muss auch nur einmal ganz kurz sein. Genau, und dann gehe ich davon aus, dass ich mit dem Laser in der Mitte dann an das Ding da drüben, wo ist es? An das Ding da drüben rankomme und da wird wahrscheinlich dann der Schrein rauskommen. Zumindest würde es Sinn machen. Ja, gut. Wir haben 4 Stück davon. Wir könnten jetzt ausprobieren, ob wir Tulin zweimal aufleveln können. Andererseits, natürlich will das Spiel, dass wir das für den anderen verwenden. Ja, das wird jetzt mal kurz aus sein, aber das ist nicht so schlimm. Die Dinger sind in 3 Richtungen ausgebalanced. Mein Schrein. Die Entwickler von Nee, Moment. Pokémon wird nicht von Nintendo entwickelt, oder? Es wird von... Also ich weiß, das letzte Pokémon war eine absolute Katastrophe. Aber ich glaube, das wurde nicht von Nintendo entwickelt, das wurde nur von denen gepublished. Scarlet und Violet, ne, war das. Genau, developed by Game Freak, published by Nintendo. Siehst du, da war's. Ja. Weil, wenn Nintendo irgendwas macht, dann kannst du davon ausgehen, dass es meistens eine Masterclass ist, einfach weil die Reputation haben. Aber Pokémon haben sie an andere abgegeben, weil das Franchise ist nicht wichtig und ist sowieso einfach hingekackt. Von daher braucht Nintendo da keine Zeit rein investieren. Oh. They put a star fragment on a staff.
Ja, nee, Pokémon verkauft sich immer besser, aber das ändert nichts daran, dass jedes Pokémon-Game absolut garbage ist. Für mich. Ne? Pokémon im Gesamten, im Konzept und allem ist für mich absoluter Müll. Aber ich akzeptiere, dass es eine große Game-Reihe ist. Genauso akzeptiere ich, dass Fortnite eines der besten Games ist, die ever programmiert wurden. Aber ich hasse Fortnite, weil ich mag kein Battle Royale. Ich sehe Games in einer objektiven Abteilung. Ich akzeptiere sie für das, was sie sind. Und ich habe meine subjektive Meinung. Und die overlight meistens leider nicht mit dem, was das Spiel sonst noch kann. Oder wie es von anderen Leuten immer gesehen wird. Alright, wie komme ich nach da drüben? Das ist nur eine Frage, ich weiß, wie ich da rüberkomme. Aber wie komme ich stylisch nach da drüben? Oh. Ich hätte gedacht, wenn die Rakete aufhört, dass man vielleicht mit ein bisschen Schub rüberkommt, aber nein. Da ist der andere. Kann ich darüber? Ah, ich hoffe so. Während das Gravitationsfeld hier noch da ist. Das ist sehr gut, dass Leute verschiedene Geschmäcker haben. Ansonsten würde es jedes Jahr von einer einzigen Firma genau ein Spiel geben. Und alle Leute sind glücklich. You know, it doesn't sound that bad, but it really is really bad. Die Variety ist ja das, was die Gaming World interesting macht. Dass jeder was hat, was er mag. Selbst wie beim Kochen oder beim Food allgemein. Ha, ich glaube, wir haben die Gravitationsabteilung verlassen. Aber meint, wir sind wieder in einem drin. Don't mind me, I need to gamble some more. Gibt's nicht mittlerweile. Oh, warte mal, da ist ein neues Teil dabei. Gibt's nicht mittlerweile diesen Anti-Allergie-Käse? Also, was heißt seit neuestem? Ich hab schon seit Ewigkeiten. It's on a device that focuses and reflects light. It can provide powerful long-distance illumination that can ward off some monsters. What? Also. Mirror und Light. Ah ja. Es ist gerade Tag. Deshalb funktioniert es wahrscheinlich einfach so. Ich frage mich auch einfach anhand von dem, also anlang des Lasers quasi Licht projiziert wird. Dass man quasi mit einem kleinen Minilicht unten in den Höhlen einen ziemlich großen Bereich ausleuchten kann, maybe. Zumindest in der Geraden. I don't know. Das kann drive off some monsters. Also die einzigen Monster, die ich kenne, die das machen würden, wären geisterhaft. Und Redeads. Stimmt, Redeads existieren. Wahrscheinlich. Wenn die Regel von Wind Waker existiert, dann fangen die an abzuspasen, als hätten sie einen Anfall, wenn du mit einem Lichtschild drauf gehst.
Spiegelschild. Anyway. Wait. Wo? What? Ah, okay. Alright, also da unten ist der Typ, aber was macht dann alles andere hier in der Umgebung? Mein Treasure-O-Meter sagt mir, hier ist Loot. Nice. Ich finde den Moonjump sehr amüsant. I love it. Die Frösche sind komplett abgefuckt, weil die Gravity hier so low ist. Die haben keinen Speed mehr, deswegen. Karte. Yep. Ganz oben in den Hebra Regions. Okay. Und was ist hier drüben? Keine Ahnung, aber es geht da weiter. Nein, nicht wirklich. Ich will was anderes als die Rakete verwenden. Rakete funktioniert, Rakete ist lustig. Well, that gone wrong. Ich habe eventuell vergessen, dass hier die Gravitation etwas weniger ist. Thank you, bird. Worked. Wilde Teleports zwischendurch. Das sind keine Teleports, das sind Ascents. Ich gehe von unten nach oben. Ich teleporte mich nicht. Also indirekt kann man es als Teleport bezeichnen, das ist wohl wahr. Aber ich gehe einfach durch die Decke durch. Kann mir nicht mal in Ruhe looten. Drei Maps, Alter. Wenn überall drei Maps waren, muss ich zugeben, habe ich leider sehr viel übersehen. Du musst auch treffen.
Ja. Anyway, that didn't work out good for him. Lass mal Dingens klatschen. Dann können wir mal ganz kurz ausprobieren, ob Wasser irgendwas bei den Gegnern macht. Ich meine, ja, er ist Mechanical, aber... Ach ja, stimmt, warte, ich wollte kurz gucken. Du bist eine 3. Sehr schön. Ich sag mal, wie es ist. Sieht nicht sonderlich hilfreich aus. Nope. Ja. Fakt ist, we're using a different thing. Oh, Schiete. Low Gravity hilft natürlich bei Gegnern, wo Jumpen in Precise oder wo Precise Jumping required ist, nicht wirklich weiter. Perfekt, ja. Sorry. Nimm mal deine Hand hoch, bitte. Jetzt hat er es gerade zurückgetauscht. Gerade noch so bekommen, wo er sich wieder umpositioniert hat. Ja, ganz ehrlich, der kann sonst auch nichts, der starb. Jetzt oben drauf. Ah, jetzt hat er es gerade getauscht. I got your ass, though. Fuck. Okay. Na komm, mach dir Tag, wo ich drauf komme. Passt.
Man muss sehr früh anfangen, damit halt die Gravity mitgerechnet wird. Nach dreimaligem Versuchen bin ich dann auch mal oben aufgekommen. Aua. Da hat er mich straight up gewonshottet. Auch wenn ich glaube, ich war nicht voll. Ah, fuck, das war... Ich habe keine reinen Healing-Items, oder? Nope. Genau, also one-shotten, wir sind nicht im Master-Mode. Ja, dürfte mich nicht one-shotten können. Da gibt es One-Shot-Protection. Aber ja, ich war nicht voll. Der Damage, den das Ding macht, ist abysmal, aber das ist okay. Gotcha. Also, richtige Stelle tulen, aber nicht nee. Kannst du vergessen. Nein! Perfekt. Wow. Interesting pick, was die nächste Waffe angeht, definitiv. Alright. I mean, dürfte Zonite powered mit dem Ding nicht mega, mega wonkers gehen? Hat der... Ich glaube, diese kleine Plus 3, die ich gerade gesehen habe, war genau das, was ich meinte. Weil der hat gerade eben noch 10 Damage gemacht, jetzt macht er 13 Base. Weil ich wahrscheinlich eine Zonite Technology rangesetzt habe. Which makes sense in this case einfach nur. Ja, ich behaupte, das ist der Grund dafür. Punkt. Wo ist mein Stein? Da. Okay, ich wollte nur wissen, ob das gehen würde. Natürlich nicht, sonst könnte ich das Ding zerstören.
Perfekt. Ich wollte gerade sagen, ich muss ein bisschen aufpassen. Wir haben immer noch Low Gravity. Und Low Gravity ist schwer zu betradikten, wenn man nicht lange damit geübt hat. Man hört Nachbars übrigens drüben, wie sie Musik machen. Wenn man das Musik nennen darf. Aber hey, I am not here to judge. I am here to kill. Another diamond. Delicious. Nice. Gut, wir haben die Dinger. Das muss ich noch markieren, auch wenn ich mittlerweile die Form von den Dingern verstehe, wie die funktionieren. Ich mach's trotzdem. Alright. Was ist mit dem Ding? Ist das hier relativ in der Nähe? Naja, relativ ist eine Möglichkeit, das zu nennen, ja. Unglücklicherweise ist da eine Wolke. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Da drüben. Okay. Damit ich nicht runterfalle, wenn ich dann den Ding mache. Genau, jetzt fallen wir wieder normal. Jetzt sind wir aus dem Dingens raus. Der Blattmond könnte ein bisschen kontraproduktiv gerade sein. Gab es in Breath of the Wild eigentlich Water Magic, wenn ich so gerade drüber nachdenke? Ich glaube nicht, ne? Light Magic auch nicht. Wenn man den Star Falcon da draufsetzen tut. Huh. Alright. Thank you.
Das hier dreht sich nicht, oder? Drehst du dich? Nein, dann dürfte ich nämlich wahrscheinlich die Dingens verwenden können hier. Ja. Das eine Ding, wo wir das erste Mal waren von diesen Strukturen, hat sich gedreht. Und weil es sich gedreht hat, konnte ich nicht Ascent verwenden. Was ist das da drüben? Okay, vielleicht wird es gerade nicht gerendert, aber ich glaube, das war das. Irgendeines von den Dingen hat sich halt gedreht. Blood Moon Moment. Wir warten kurz den Blood Moon ab und dann fliegen wir nach oben. Kann ich da nicht eigentlich den hier hinlegen? Dann würde es ein weniger Zonite kosten. Das ist absolut richtig. Sehr schön. Ihr wisst, was wir für eine Zeit haben? Richtig, es ist Zeit für das gute alte Holz. You know, actually, das ist close enough. I am burning myself. I am pissing. I ruined everything. Just because I don't want to stand the fire. Leider nein. So weit kann ich nicht zurückziehen. Ja, ist egal. Okay. Da kann ich aber auch nichts gegen sagen, da habe ich mich einfach selber drum gestellt. Ich habe bemerkt, was passiert ist, bevor es weggeflogen ist. Wäre. Das in Kombination mit Wasser, vielleicht nehme ich die geilste Idee, aber it works. Ja, guck mal, wir haben noch so einen Wasserball drin. Na, okay.
Ja, das ist wieder so ein Just Jump Down Forehead Ding. Noch mehr Flashbang Früchte. I love those. Wird der Staff eigentlich weniger, wenn ich Magic-Dinger verwende? Ich habe irgendwie das Gefühl, die Antwort ist nein. Die Juwelendinger sind bisher nicht kaputt gegangen. Auch wenn ich habe es jetzt natürlich nicht exzessiv verwendet. Aber es kann sein, dass die Staffs, solange man nicht direkt den Gegner anhittet, eventuell gar nicht kaputt gehen. Andererseits, das wäre eine unendliche Sache und wir wissen alle, wie Nintendo zu dazu steht. Courage. Ah, okay. Bravery und Courage hatten wir jetzt. Courage, Bravery, Sacrifice. Wait, wrong game. Und es würde Devotion fehlen. Are you serious? Don't question, it worked. Noch mehr Pachinko Machines, let's go. I like those, I love those. What do we have here? Ich sehe nichts Neues. Ja. Ja, ich meine, Fast and Furious hat ja immer so, ich nenne es jetzt mal, ein relativ normal verstehendes Theme, ne? Und das kannst du halt nur so, ja, ich bin überrascht, dass sie überhaupt 7 Teile als gut anzusehen sind. Das hat halt nur eine bestimmte Anzahl an Sachen, die du machen kannst, bevor du bemerkst, dass es dasselbe nochmal ist. Na? Das ist wie COD. Es gibt ein paar gute Teile, es gibt ein paar gute Filme, es gibt ein paar gute Settings, ein paar gute Timelines und dann ist vorbei. I do it. Sekunden für wahrscheinlich ein Stück vom Dive-Set. Geschenkt. True. Und ihr merkt gerade schon, ich bin explizit nicht schnell, weil jedes Mal, wenn wir unseren eigenen Rekord schlagen, kriegen wir eine große Zonal Charge. Zumindest war es beim letzten Ding so. Und wenn ich 31,82 beim nächsten mache, bekomme ich eine und dann 31,81 und 31,8 und 31,79. Ihr seht, absolutes Min-Maxen, meine Damen und Herren. Okay, 20 Sekunden und dann immer weniger. Never mind. Vielleicht kann ich es nicht so unglaublich min-maxen.
Ja, ich glaube, wir brauchen das Set, was dafür da ist, dass man in der Luft sich besser manövrieren kann. Ja, das meine ich ja. Ich habe ja gerade das zweite Teil schon dafür bekommen. Weil das Problem ist halt, dass ich nicht schnell genug von A nach B komme für normal. Aber mit dem Ding kein Problem. Übrigens, hallo Halbdunkel. Ja, guck dir das an. Ich habe überhaupt keinen. Ich bin so unglaublich nimble in der Luft einfach nur. Absolut geschenkt. Man hat den Unterschied gerade hoffentlich extrem gesehen. Vor allem, dass Körperstück dürfte einen extremen Unterschied gemacht haben, weil es der wirklich so Wings da dran. Thank you. We do look like the funny. Ja. Yeah. Alright. Damit haben wir die Dinger durch. Was ist hiermit? Ja. Das ist eins von den Teilen. Die kommen irgendwann mal später dran. Die zählen nämlich nicht zu den Archipelagos. Das Ding hier genauso. Genau über dem Skull Lake. Das sind Sachen, die to-do sind, aber das sind keine Sachen, die in unmittelbarer Abteilung sind. Was ist gerade als Mainquest ausgewählt? Die Phänomene. Okay, ne. Ne, 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 ne. So, dann ist das hier so ziemlich das letzte Teil. So. Sorry. Oh. Huh. Dann ist das nämlich das letzte Teil, was ich in der Luft gesehen habe. Mit Ausnahme von der Farren Region, aber die haben wir noch nicht gemacht. Und dann haben wir die Karte komplett, kriegen das dritte Travel Medallion. Punkt. Ich habe den Schrein nicht gemacht. Naja. Gut, dass wir ihn zumindest aktiviert haben, dass wir uns hin teleportieren können. Anyway. War was? Ja, genau das Emote, danke. Archery. Aha. Let me guess, du willst mir erklären, wie ich in der Luft einen Attack mache. Thank you. Ich finde es sehr interessant, dass wir immer noch Tutorial-Bereiche hier haben. Sekunde.
Ich sehe gerade, ich verbrauche keine weitere Stamina, wenn ich den Bogen einmal gezogen habe. Mir wird ein fester Amount abgezogen und dann geht nicht mehr Stamina währenddessen verloren. Interesting. Die Schwerter sehen funny aus. Ah ja. Und dann immer wenn ich ein Sonai-Ding an Sonai-Schwert ransetze, dann kriege ich ein plus 3. Alright. Good to know. Insane.